Hallo und herzlich willkommen bei den Gourmetboten. Mein Name ist Martin. Ich möchte heute mit euch einen kleinen coolen Snack machen. Super für Partys, für Mittagessen, um einfach mal die Familie zu überraschen. Wir machen Fächerkartoffeln, schön gefüllt mit ein bisschen Putenschinken, Parmesankäse, Knoblauch, Kräuterbutter. Super geil. Und da fangen wir direkt an erstmal. Marius hat Hunger, hat er gerade gesagt. Magen knurrt. Sowas von. Aber sowas von, wunderbar. Ofenleicht vorgeheizt, 180 Grad. Und dann nehmt ihr euch eine Kartoffel und schneidet die dünn, ich hoffe, man sieht es gut, ein. Das Wichtige, nicht unten durchschneiden, sondern hier das zusammenlassen unten, damit dann quasi so eine Art Fächer entsteht. Also ihr braucht ein bisschen Geduld, schön dünn, aber ich sag euch, das Ergebnis, es wird sich lohnen. Hier habe ich zu doll, seht ihr, hier ist eine Scheibe raus, die packen wir aber hier wieder rein. Direkt aufs Backblech packen. Kartoffeln natürlich Schale dran gelassen, aber gewaschen. Perfekt. Ihr könnt normalen Speck nehmen oder wie ich in dem Fall hier Putenschinken. Das schneiden wir uns in kleine feine Würfel. Jetzt so ein bisschen die Kartoffeln auseinander machen und den Speck dort drauflegen, einfüllen. Rest geben wir einfach rübergestreut. Jetzt schon mal etwas Salz, da nicht zu viel, weil ihr wisst, der Schinken oder der Speck ist natürlich salzig genug. Pfeffer. Bisschen Olivenöl über jede Kartoffel. Das geben wir jetzt schon mal in den Ofen, 180 Grad. Und machen uns jetzt in der Zwischenzeit eine kleine Knoblauchkräuterbutter, die wir dann flüssig rübergeben und dann nochmal in den Ofen, damit es richtig geilen Geschmack gibt. Wir brauchen eine Zwiebel. Schneiden wir in kleine feine Würfel. Knoblauch. Auch fein runterschneiden und mit zu den Zwiebeln geben. Butter in den Topf geben, die lassen wir schmelzen und direkt Knoblauch und Zwiebeln in der Butter anschwitzen. Ein bisschen Petersilie können wir uns schon mal nehmen, Basilikum. Ein bisschen gezupften Thymian. Das hacken wir ordentlich klein, fein runterschneiden. Wir würzen auch die Kräuterbutter ein bisschen, Salz und Pfeffer. Und etwas Zitronenabrieb können wir mit an die Butter machen. Eben schön nochmal ein bisschen Frische und Geschmack. Kräuter rein. Das hat Aroma, Marius. Riecht total gut. Riecht jetzt schon fantastisch, oder? Damit, wie gesagt, werden wir gleich unsere Kartoffel übergießen. Herd kann aus. So, die Kartoffelchen sehen schon mal fantastisch aus. Jetzt geben wir unsere Kräuterbutter, unsere Knoblauchkräuterbutter direkt über die Kartoffel. Oh, das wird eine Aromabombe. Gar nicht so sparsam sein damit. Das ist richtig Geschmack. Jetzt schon wunderschön aus, oder? So. Und jetzt Parmesankäse. Reiben wir rüber. Kartoffeln sind soweit schon gar. Wir geben es jetzt noch mal in den Ofen, bis der Käse geschmolzen ist. Und dann können wir essen. Bis gleich. Es ist soweit. Die leckeren Fächerkartoffeln sind fertig. Ich muss sagen, es sieht echt lecker aus. Es ist einfach nur servieren. Essen und genießen. Ich würde sagen, probiert's aus. Das ist ein schöner Hingucker, super lecker und nicht so viel Arbeit. Testet es mal. Zutatenliste unten drunter. Schenkt uns ein Like, ein Abo. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Martin. Thank you.
Mm-hmm.